mit Schlange abgesprochen, weil die Schlange ist immer ins Paradies rein und rausgegangen. Authentisch, einige sind schwarz und einige sind Hassan. Mit Schlange abgesprochen, weil die Schlange ist immer ins Paradies rein und rausgegangen und die Wächter des Paradieses haben dieser Schlange nichts getan. Und die Wächter des Paradieses haben dieser Schlange nichts getan. Und er hat die Fähigkeit, in diesem Tier einzudringen und hat mit der Schlange sich vereinbart, dass sie Adam und Hawa vom Paradies rausholen. Und er hat die Fähigkeit, in diesem Tier einzudringen und hat mit der Schlange sich vereinbart, dass sie Adam und Hawa vom Paradies rausholen. Vereinbart, dass sie Adam und Hawa vom Paradies rausholen. Ausgegangen und die Wächter des Paradieses haben dieser Schlange nichts getan. Und er hat die Fähigkeit, in diesem Tier einzudringen und hat mit der Schlange sich vereinbart, dass sie Adam und Hawa vom Paradies rausholen. Und Adam a.s. ist dann, als er ins Paradies drin war, zum Adam gegangen und die Schlange ist zu der Hawa gegangen, weil ein Lügner. Und die Schlange ist zu der Hawa gegangen, weil ein Lügner hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht, dass er irgendwas nicht stimmt. Deswegen, auch als die Schlange gesagt hat zum Hawa, ja, das stimmt, was der erzählt, Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht, Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht, die einen großen Besitz Reichtum nicht erreicht, und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Ihr habt euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz Reichtum nicht erreicht, und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Deswegen hat er euch davon verboten. Und daraufhin haben die beiden das geglaubt, dem Schlange und dem Iblis. Deswegen hat er euch davon verboten. Und daraufhin haben die beiden das geglaubt, dem Schlange und dem Iblis, und sind so auch vom Paradies entlassen worden. Und es wird gesagt, alle vier sind dann in die Erde gekommen. In welchem Land? Heutigen welchem Land sind sie gekommen? Wer weiß das? In Indien. Barakallah. Wir sind in Indien gekommen. Die Menschheit anfängt, fängt eigentlich in Indien an. Sind dann in dem Erde gekommen. In welchem Land? Heutigen welchem Land sind wir gekommen? Wer weiß das? In Indien. Barakallah. Wir sind in Indien gekommen. Die Menschheit Anfang fängt eigentlich in Indien an. Deswegen, die meisten Schlangen auf der Welt, wo leben die? In Indien. Ist Indien, ist bekannt. Auch die Schlange ist dort, hat sich niedergelassen. Die Menschheit Anfang fängt eigentlich in Indien an. Deswegen, die meisten Schlangen auf der Welt, wo leben die? Indien. Ist Indien, ist bekannt. Auch die Schlange ist dort, hat sich niedergelassen, und der Iblis und Adam a.s. Für Hawa wird gesagt, dass sie etwas weiter auf arabische Halbinsel, sogar bei Stadt Jeddah gesagt wird, aber das ist eine sehr, sehr schwache Überlieferung, gesagt, dass sie etwas weiter auf arabische Halbinsel, bekannt. Auch die Schlange ist dort, hat sich niedergelassen, und der Iblis und Adam a.s. Für Hawa wird gesagt, dass sie etwas weiter auf arabische Halbinsel, sogar bei Stadt Jeddah gesagt wird, aber das ist eine sehr, sehr schwache Überlieferung, dass sie erst von dort angefangen hat, auf die Erde zu kommen. Immerhin sind auf diese Erde gekommen, alle vier, und die Menschheit und der Iblis haben einen großen Kampf. Und das größte Kampf zwischen Iblis und der Menschheit ist eigentlich, dass er versucht, die Menschen von dem wahren Weg abzuhalten. Und die Menschen vom wahren Weg abzuhalten, ist die beste Waffe, dass die Menschen ohne Wissen in der Religion sprechen. Und das, aber davor hat er andere Geschöpfe erschaffen. Und davon die Dämonen, die Djinn. Und der Vater von den Djinn heißt Sumia. In der Religion sprechen. Und das, aber davor hat er andere Geschöpfe erschaffen. Und davon die Dämonen, die Djinn, und der Vater von den Djinn heißt
Sumia, merkt euch das. Wenn ihr geht auf Google und schreibt ihr Sumia, dann werdet ihr das sehen. Und in jedem Tafsir-Büchern, sei es bei Ibn Kathir rahimahullah oder in anderen Tafsir-Büchern, würdet ihr das finden. Und als Allah Sumia erschaffen hat, hat er ihm gefragt, was verlangst du von mir? Verlange von mir drei Sachen. Und daraufhin hat Sumia von Allah subhanahu wa ta'ala drei Sachen verlangt. Er hat gesagt, gebe uns eine Eigenschaft, dass wir können die Menschen sehen, oder die Geschöpfe, besser gesagt, die Geschöpfe sehen, aber sie sollen uns nicht sehen können. Habt ihr verstanden? Das heißt, wir können die sehen, aber die anderen Geschöpfe sollen uns nicht sehen. Das heißt, unsichtbar bleiben. Zweitens, dass wir können in... Habt ihr verstanden? Das heißt, wir können die sehen, aber die anderen Geschöpfe sollen uns nicht sehen. Das heißt, unsichtbar bleiben. Zweitens, dass wir können in Gegenstände und in andere Geschöpfe hineindringen. Dass wir können in Gegenstände und in andere Geschöpfe hineindringen. Das heißt, es gibt Geschöpfe, die in diese Dinge reinkommen. Und das sehen wir klar und deutlich. Zum Beispiel, dass ein Stein plötzlich Tränen bekommt. Man denkt, wie kann eine Sache, was eine Materie ist, keine Seele hat, Tränen haben, dann sehen wir, dass da drinnen der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein und dann redet der Mensch auf der Zunge von dem Menschen der Dämon. Dann sehen wir, dass da drinnen der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein, der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein, der Djinn eingedrungen ist. Oder der geht in einen Menschen hinein und der Djinn eingedrungen ist, oder der geht in einen Menschen hinein und dann redet der Mensch auf der Zunge von dem Menschen der Dämon. Und genauso haben sie verlangt von Gott damals, der Sumia, der Vater des Iblis, hat verlangt, dass sie können in Gestalten eingehen. Deswegen, man so siehst, dass der Djinn sich in bestimmten Gestalten tun kann. Und diese Djinn haben auf der Erde gelebt und es wurde mitgenommen. Ein Teil wurde vertrieben und ein Teil gefangen genommen. Und unter den Gefangenen war Iblis, was heute als Satan bekannt ist, der
dass er irgendwas nicht stimmt. Deswegen, auch als die Schlange gesagt hat zum Hawa, ja, das stimmt, was der erzählt, Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht. Und Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht. Und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht. Und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht. Und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Ja, das stimmt, was der sich einen falsch aussagt und wenn er irgendwas nicht stimmt. Deswegen, auch als die Schlange gesagt hat zum Hawa, ja, das stimmt, irgendwas nicht stimmt. Allah Azza wa Jalla, und das steht im Surat al-Taha, hat euch diesen Baum verboten, damit ihr einen großen Besitz, Reichtum nicht erreicht und dass ihr nicht gehört zu den ewig Lebenden. Und daraufhin haben die beiden das geglaubt, dem Schlange und dem Iblis, und sind so auch vom Paradies entlassen worden. Und es wird gesagt, alle vier sind dann in die Erde gekommen. In welchem Land, heutigen welchem Land sind sie gekommen? Wer weiß das? In Indien. Barakallah. Wir sind in Indien gekommen. Die Menschheit anfängt, fängt eigentlich in Indien an. Deswegen, die meisten Schlangen auf der Welt, wo leben die? Indien. Ist Indien, ist bekannt. Auch die Schlange ist dort, hat sich niedergelassen. Und